Uhrwerke vom Feinsten. Und immer sind sie ein Puzzle von unzähligen Spezialisten zusammengesetzt aus Hunderten von Teilen und Dutzenden von Materialien. Die Qualitätsuhr hängt von ihrem Zusammenspiel ab. In der Schweiz arbeiten 40.000 bis 60.000 Menschen in Uhrenzulieferbetrieben. Ihnen zur Hand gehen nochmal so viele in mechanischen Werkstätten. Sie haben die große Uhrenkrise der 80er Jahre überwunden, die die ganze Region von Basel über den Jura bis nach Genf erschütterte. Heute sind die Zulieferanten Anbieter und Gesprächspartner in einem Spitzensegment. Etwa die Firma Fehr in La Chaux-de-Fonds. Sie stellt Zifferblätter her. Meistens aus einem Messingstück, dem Löcher und Fenster ausgestanzt und sofort Füßchen angelötet werden. Die Füßchen müssen richtig sitzen und schon zu Beginn kontrolliert und korrigiert werden. Denn man wird sie im weiteren Verlauf der Produktion des Zifferblattes dutzende Male einspannen und wieder lösen, bevor sie endgültig auf die Uhr montiert werden. Jedes Zifferblatt wird auf Wunsch des Kunden, des Uhrenherstellers, produziert. Hier etwa wird ein sogenanntes Trottoir geschliffen. Oft entwickeln das Haus Fehr und der Kunde gemeinsam neue Modelle mit persönlicher Handschrift. Es ist das Erste, was der Kunde sieht. Er baut zum Zifferblatt eine Beziehung auf. Er liebt es oder liebt es nicht. Er mag seine Proportionen, seine Farbe, seine Ausstrahlung. Es ist also wichtig, dem Zifferblatt alle Sorgfalt zu widmen. In der Galvanoplastik wird das Messingstück in Ultraschallbädern gereinigt und entfettet. Einige Zifferblätter werden mit Lacken gespritzt, mit Perlmutt überzogen oder durch Oxidation blau oder schwarz gefärbt. Hier kommt in galvanoplastischen, unter Strom stehenden Bädern zuerst eine Schicht Nickel auf das Messing. Nickel schützt vor Zersetzung und dient als gute Grundlage für die weitere Veredelung. Im Nickelbad wird das Messing silberfarbig. Nach jedem Prozess wird tüchtig gespült, um die restlichen Stoffe nicht ins nächste Bad zu schleppen. Diese Zifferblätter kommen ins Silberbad, andere nach Wunsch ins Rotgold- oder Weißgoldbad, ins Rhodium oder Kupfer. Die Firma Fehr wurde in den 30er Jahren gegründet. Heute stellen 75 Mitarbeiter rund 400.000 Zifferblätter pro Jahr her, in Serien zwischen 300 und 1.000 Stück. Ein Zifferblatt zu beleben heißt etwa, ihm einen Schliff zu geben. Hier wird ein Strahlenmuster, ein Sonnenschliff, aufgebürstet. Komplizierte Schliffe lässt die Firma außer Haus fertigen. Die Schliffe lassen das auf ein Zifferblatt treffende Licht reichhaltig reflektieren. Ein anspruchsvolles Zifferblatt ist eines mit vielen Details. Die zusätzlichen Bohrungen dienen dazu, später Auflagen, sogenannte Indexe, anzubringen. Ist ein Lack aufgetragen worden, können anschließend Ausschnitte für mehrere kleine Zifferblätter ausgefräst werden. Dies geschieht zwar mit einer computergesteuerten Apparatur, aber nur in Viererserien. Da kommt natürlich das Grundmaterial Messing wieder zum Vorschein, das auf Wunsch danach in der Galvanoplastik versilbert oder vergoldet wird. Aber zuerst muss die Schutzschicht mit Aceton und Seifenwasser weggelöst werden. Sie wurde vor dem Fräsen angebracht, damit die Farbe nicht beschädigt wird. 60 bis 80 Mal wird ein komplexes Zifferblatt während seiner Entstehung in die Hände genommen. Aufgespritzte Farbe befriedigt hohe Ansprüche kaum. Unebenheiten stören die Eleganz. Das Zifferblatt muss deshalb auf Schleifscheiben geglättet und anschließend auf Filzscheiben poliert werden. Uhrenhersteller sind anspruchsvoll. Wenn sie schon Zifferblätter im Hochpreisland Schweiz bestellen, wollen sie einwandfreie Qualität.
Darum wird in vielen Stadien kontrolliert, optisch und technisch. Die Firma Fehr arbeitet mit Uhrenmarken des mittleren und oberen Segments zusammen. Fast zum Schluss wird jedes der kleinen Zifferblätter einzeln bedruckt. Die gravierte Druckplatte liefert ein anderes Unternehmen. Die Tinte wird übertragen mit einem Gelatine- oder Silikonkopf. Danach wird jeder Aufdruck im Ofen getrocknet. Die Firma bedruckt auch in halbautomatischem Vorgang. Hier wird die Leuchtmasse aufgetragen, auch sie in mehreren Durchgängen. Um die ästhetische und technische Qualität zu erreichen, braucht es viele Arbeitsgänge. Und das ist auch entsprechend teuer. Wir glauben an die Zukunft, sonst hätten wir nicht vor kurzem investiert. Aber man muss realistisch sein. In Zukunft werden wir dank unserem hohen Technologiestandard überleben. Aber wahrscheinlich werden uns leider die großen Serien davonschwimmen. Aus einem Messingstab entstehen Indexe, eine Spezialität des Hauses, Auflagen aufs Zifferblatt. Sie haben schon Füßchen bekommen. Aber zuerst müssen sie in die gewünschte Form gestanzt, geschliffen und poliert werden. Weshalb sie auf einen Rahmen aufgespannt werden. Anschließend werden sie versilbert, vergoldet oder farbig gespritzt. Und schließlich auf das Zifferblatt montiert, die Füßchen in die eingebohrten Löcher. Mehr als die Hälfte des Personals kommt aus dem französischen Jura, der selber auch eine jahrhundertealte Uhrmachertradition kennt. Und zuletzt werden die Füßchen vernietet, damit sie nicht herausfallen. Das gibt dem eleganten Zifferblatt ein reiches Gesicht. Ein Zifferblatt, das etwas aussagt über Qualität und Sorgfalt. Im Jura beginnt die Laufbahn der Uhrenzugfedern. Eine aufgewickelte Feder von einigen Millimetern Durchmesser hält eine mechanische Uhr einen bis mehrere Tage am Laufen. Im Laminierwerk der General Ressort in Saint-Imier wird aus einem runden Draht ein Band auf die gewünschte Breite und Höhe gewalzt. Der Werkstoff für hochwertige Federn ist Nivaflex, eine Kobaltlegierung, die nicht rostet und nicht magnetisch ist. Das Band kann bis auf einige wenige Hundertstel Millimeter dünn werden. Es braucht dazu aber 4 bis 8 Durchgänge durch die Walzen. Man kennt die Knacknüsse. Wir haben eine Genauigkeit von plus minus ein halber Mü, also einen halben Tausendstel. Das ist die eine Seite. Die andere ist, dass das Band gerade wird, dass es kein sogenanntes Sabrage macht. Und das dritte ist die Sauberkeit. Nach dem Walzen wird das Band auf die richtige Breite geschliffen und dann poliert. Dabei könnte sich das Band wellen. Aber das Unternehmen hat mehrere Jahrzehnte Erfahrung und darauf basierend seine Apparaturen konstruiert. Kunden wünschen kleinere und effizientere Federn. Dem Material sind aber Grenzen gesetzt. Man ist daran, nach neuen Werkstoffen zu suchen, um eben der Nachfrage nach mehr Leistung, nach längerer Laufzeit einer Uhr nachkommen zu können. In Biel werden die Bänder zu Federn verarbeitet. Das Vorgängerunternehmen wurde 1857 gegründet. Heute ist das Wissen von 10 Federnproduzenten und eines mechanischen Ateliers integriert. General Ressort stellt auch Federn und Komponenten für die Raumfahrt oder die Telekommunikation her. Neben dieser Firma gibt es in Europa nur einen weiteren Uhrenfedernproduzenten, auch in der Schweiz. Nach dem Schneiden wird das Coquillon gerollt, die ersten 2 Umdrehungen, die später im Zentrum an der Achse des Federhauses sein werden. Mehrere hundert Kaliber sind im Sortiment und darüber hinaus Spezialanfertigungen.
80 Personen sind beschäftigt, darunter ein Dutzend Heimarbeiterinnen. Die Bänder mit dem Coquillon werden zuerst anders herumgewickelt und für die thermische Behandlung vorbereitet. Die Behandlung mit Wärme ist das Kernstück der Qualität. Hier bekommt die Feder ihre Form, ihre Aufgabe und Elastizität eingeimpft, unter Vakuum- oder Gasschutz. Es darf kein Sauerstoff dazukommen. Bei rund 400 Grad bleiben die Federn 3 bis 5 Stunden im Ofen, dann werden sie gewaschen und eingefettet. Die Kontrolle der Brüchigkeit und andere Tests geben Hinweise darauf, ob die Feder den Anforderungen genügt. Dann erst kommen die Federn in die Schlussfertigung. Die einen werden direkt in ein Gehäuse gewickelt, das vom Kunden geliefert wird. Dieses Gehäuse wird halbautomatisch zusammengebaut. Andere werden der Kundschaft in einem Ring geliefert. Die Feder, das Herz jeder mechanischen Uhr, sollte nun ein paar Jahrzehnte arbeiten. Die Entstehung eines Saphir-Uhrenglases beginnt vielleicht im Wallis, in Monte, bei Geva. Die Firma ist seit 1900 spezialisiert auf die synthetische Herstellung von Kristallen, vorwiegend für die Uhren- und Schmuckbranche. Das Ausgangsmaterial ist reine Tonerde oder Aluminiumoxid, das in Australien aus Bauxit gewonnen, in Frankreich oder Deutschland verarbeitet und nun bei Geva in der Schweiz gereinigt und im Ofen entwässert wird. Später wird es mit Hilfe von Sauerstoff und Wasserstoff schmelzen und zu einem Kristall wachsen. Das Verfahren erfand der Pariser Wissenschaftler Auguste Verneuil. Das begeisterte den in Paris arbeitenden armenischen Diamantenschleifer Rand Djevahirjan. Nach ersten Stationen in Frankreich hat er im Jahre 1914 seine Fabrik in Monte aufgebaut und damit die Laborentdeckung von Verneuil der industriellen Nutzung zugeführt. Neben Geva arbeiten eine Fabrik in der Schweiz, eine in Frankreich und eine in Japan nach diesem System. Die Tonerde wird im Ofen zu einer Art Meringue, die sich leicht zu einem feinen Puder mahlen lässt. Monte wurde damals gewählt, weil sich da ein chemisches Zentrum um Zieber und Geige entwickelt hatte, das der Geva Wasserstoff liefern konnte, denn das Verfahren Verneuil braucht davon viel. Seitdem hat sich einiges geändert. Geva wollte in der Gasversorgung unabhängig sein. Und heute sind wir selbstfähig, für unsere Kristallproduktion den Wasserstoff und Sauerstoff durch Elektrolyse zu gewinnen. Durch die Trennung von Wasser in seine Bestandteile mit Hilfe von Elektrizität entstehen Sauerstoff und Wasserstoff. Und dann beginnt der Prozess. In jedem Behälter liegt etwas Tonerde. Ihr wird Sauerstoff und Wasserstoff beigegeben und unter großem Druck und einer Temperatur von 2000 Grad beginnt sie zu schmelzen und zu wachsen. Tropfen um Tropfen, wie ein Stalagmit, ein aufsteigender Tropfstein. Stetig werden Gase und Tonerde beigegeben. Letztere mit einer mechanischen Vorrichtung, Elektronik wäre zu anfällig. 2000 Brenner arbeiten im 24-Stunden-Betrieb. Die diversen Kristalle wachsen unterschiedlich schnell. Der Saphir oder farblose Korund, wie er auch heißt, braucht 6 bis 10 Stunden, je nach Größe. Danach wird er während mehreren Tagen in einem Ofen belassen. Das nimmt ihm die innere Spannung. Unsere Steine weisen genau die gleichen Eigenschaften auf wie das natürliche Material,
Nur stellen wir sie in einigen Stunden her, wohingegen die Natur Hunderttausende oder Millionen Jahre braucht. Aber das Material selber ist identisch, sowohl chemisch als auch physikalisch. Allerdings ist der synthetische Saphir etwas reiner als der natürliche. Farbtöne entstehen durch Beimischen von Metalloxiden. Die Medizin, die Raumfahrt und die Optik verwenden heute synthetische Kristalle. Die mechanischen Uhrwerke benötigen synthetische Rubine als Lagersteine. Das Entzweien nimmt dem Rubin die Spannung. Da Quarzuhren keine Lagersteine brauchen, produziert Jewa seit den 80er Jahren umso mehr Saphire für Uhrengläser. Auf dem Saphir wird die Wachstumsrichtung eingezeichnet. Zwei Drittel der Kristalle gehen in die Uhrenbranche zu 200 Franken das Kilo, das andere Drittel geht in die Bijouterie. Solche Saphire verarbeitet die Hans Stettler AG in Lies im bernischen Seeland vorwiegend zu Uhrengläsern. Als erstes wird die Orientierung übernommen. Sie hat Einfluss auf die Härte und die Bearbeitung in der Fabrikation. Die Saphire werden in eine Trommel geklebt und für das Eingießen in Leim vorbereitet, damit sie beim Zersägen in Rondellen nicht verrücken. Das Familienunternehmen Stettler wurde 1881 gegründet. Es fabrizierte Uhrensteine. 1972 begann es als eines der ersten, zusätzlich Saphirgläser herzustellen. Heute ist es führend. Als Pionier musste es zuerst Instrumente und Werkzeuge entwickeln und konstruieren. Das beginnt schon beim Zersägen der eingebetteten Saphire. Denn Saphir ist das zweithärteste Material, gleich nach dem Diamanten. Alle Schneiderinstrumente müssen deshalb Diamanten sein. Saphir ist wohl hart, aber trotzdem brüchig. Den Robotern sind Grenzen gesetzt. Auf die Rondellen wurde wieder die Richtung eingezeichnet und nun werden sie in weiteren Leim eingebettet, um danach die Oberfläche zu schleifen. Ob rund oder eckig, gebogen oder bombiert, auf viele Arten wird geschliffen und geformt, auch in Automaten. Seit 1990 verfügt Stettler über eine moderne Fabrik auf Mauritius. Dort realisieren 200 Mitarbeiter größere Serien, während in Lies ebenso viele Mitarbeiter kleinere Serien und komplizierte Saphirgläser fertigen. Nach der Oberflächenbehandlung wird das Rondell aufs Maß und rund geschliffen. Auch hier sind Diamanten am Werk. 20 bis 30 Modelle laufen täglich durch die Maschinen. Alle Saphirgläser werden nach den Wünschen des Uhrenherstellers gefertigt. Bei der Entwicklung arbeiten die Spezialisten von Stettler oft mit den Auftraggebern zusammen. Komplexe Schliffe und Formen werden einzeln ausgeführt. Die Arbeit am Material, die Entwicklung eigener Werkzeuge und die hauseigene Forschung an diesem synthetischen Kristall führten auch zu Saphirgläsern für andere Anwender, etwa für die Medizin und die Elektronik. Aber Saphirgläser für die Uhren sind das Hauptgeschäft. Für jede Glasform und jeden Prozess muss eine Lösung gefunden werden. Das interne Labor entwickelt Haftkomponenten, einen Gelack aus biologischen Stoffen. Er muss schadstofffrei sein und darf den Saphir nicht beschädigen. Die gleiche Sorgfalt gilt für das Werkzeug. Nach der Politur hilft die Wärme, den Gelack aufzuweichen. Und mit einem Saugnapf wird das Glas ohne Schaden von der Trommel entfernt. Zwischen 6 und 100 Franken kostet ein Saphirglas für den Einkäufer, je nach Aufwand. Zum Schluss werden Innen- und Außenflächen poliert, sowohl mechanisch als auch chemisch. Mechanisch wird das Milchglasartige wegpoliert. Die chemische Politur ist eine Veredelung und macht den Saphir kratzfrei. Die selber entwickelte Diamantenemulsion macht die Oberfläche glatt und transparent. Das verleiht ihr den Glanz, den eine Fachperson sofort erkennt.
Kein Mineralglas glänzt wie das Saphirglas. Es kann zerbrechen, sogar zersplittern, wenn es unglücklich auf eine Kante fällt. Aber die kompakte Struktur, die dichte Oberfläche, verhindert Kratzer. Ein Saphirglas gilt als Krönung der eleganten Armbanduhr. In La Chaux-de-Fonds produziert die Firma IncaBlock seit 70 Jahren Stoßsicherungen. Ein fünfteiliges, 2 mm großes Element, das die Achse der Unruh in mechanischen Uhren schützt. Die Unruh gewährleistet die Genauigkeit der Uhr. Ein Antischock in einer Montre-Mechanik ist indispensable, car le balancier repose sur des axes qui sont très petits. Die Unruh sitzt auf einer sehr feinen Achse, die dünner ist als ein Haar. Wenn die Uhr einen Schlag bekommt, könnte diese haardünne Achse brechen. Um das zu verhindern, braucht es eine Stoßsicherung, um den guten Lauf der Uhr zu garantieren. Cette manière, on conserve la bonne marche de la montre. Bei einem heftigen Schlag kann die Unruh dank dieser Sicherung ausweichen, also den Schlag abfangen und in ihre Grundstellung zurückfinden. Die Messingteile gehen zuerst in die Kontrolle, in Stichproben. Sie wurden von einer mechanischen Werkstatt vorfabriziert. Bei IncaBlock bearbeitet sie der Drehautomat nun noch weiter. Er fräst aus dem höchstens 2 mm großen Teilchen Ränder und Durchbrüche von 5000stel Millimetern. Die Elemente werden in der Galvanotechnik entfettet und vernickelt, zum Schutz vor Korrosionen, und auf Wunsch veredelt, zum Beispiel vergoldet oder rodiniert. IncaBlock ist ein Produkt und gleichzeitig eine Marke. Das hängt mit der Marktpräsenz der Firma zusammen. Es gibt aber mindestens 3 andere Anbieter von Stoßsicherungen in Europa. IncaBlock hat mit ihren 70 Jahren die größte Erfahrung und weltweit Kunden. In der Montage bestückt ein Automat ein zweites Messingteilchen, das Chaton, und zwar mit einem Rubin, den eine Zulieferfirma gelocht und geschliffen hat. Auf beiden Seiten unterschiedlich. Danach geht's wieder zur Kontrolle. Die haardünne Achse der Unruh wird später in das Loch des Rubins eingeführt. Kleine Serien werden von Hand zusammengestellt. Wie dies bis Ende der 70er Jahre für alle Stoßsicherungen üblich war. 900 Mitarbeiter zählte damals das Unternehmen, darunter Dutzende von Heimarbeiterinnen. Und es produzierte 2 Millionen Stück pro Woche. Denn alle Uhren besaßen mechanische Uhrwerke und benötigten Stoßsicherungen. Die Quarzuhr zu Beginn der 80er Jahre und die Trägheit der Uhrenproduzenten ließen den Markt zusammenbrechen. Heute stellen 30 Angestellte und ein Dutzend Heimarbeiterinnen ein paar Millionen pro Jahr her. 60 Standardmodelle gibt es. Aber darüber hinaus hilft man gerne bei Neuentwicklungen. Il y a certains cas où on répond simplement à une demande et il y a d'autres cas où on collabore, où on va beaucoup plus loin. Manchmal liefern wir einfach auf Bestellung. Manchmal arbeiten wir mit den Kunden zusammen. Dans un projet suffisamment tôt pour éventuellement. Wir werden aber gerne frühzeitig in ein Projekt einbezogen, um die Kunden beraten zu können und Fehler zu verhindern. Ist die Uhr einmal konstruiert, kann man nicht mehr eingreifen. Trotz hochpräziser Technik können die Stoßsicherungen nicht beliebig klein werden. Selbstverständlich erledigen Automaten heute größere Serien. Ein Stück kostet zwischen 85 Rappen und 25 Franken. Je nach Seriengröße und Fertigung. Und es braucht immer deren 2 an beiden Enden der Achse. Hergestellt mit jahrzehntelangem Know-how. Ein winziges, aber raffiniertes Teilchen, ohne das keine mechanische Uhr auskommt. Denn es schützt vor Schlägen und garantiert ihren regelmäßigen Lauf. Am
Aus Glovelier im Jura kommt der neueste Armbandtrend. Die Firma Bivy ist seit 1981 auf die Veränderung von synthetischen Materialien spezialisiert. Sie produziert unter anderem Kautschuk-Uhrenbänder, angefangen bei der individuellen Kreation in Zusammenarbeit mit dem Kunden bis zur Fertigstellung. Kautschukbänder gelten heute als Must, auch für teure Uhren. Ihre Gestaltung lässt Raum für allerlei Aussagen. Der Grund der Nachfrage ist aber ein praktischer. Das Material eignet sich für den täglichen Gebrauch der Uhr. Man kann damit unter die Dusche oder schwimmen gehen, was man mit anderen Materialien nicht unbedingt machen kann. Es gibt der Uhr ferner einen sportlichen Charakter und verjüngt das Angebot der Uhrmacher. Kautschuk wird gegossen. Es braucht also eine Gussform. Dafür wird entsprechend der Zeichnung zuerst einmal ein Programm für die positive Form geschrieben. Sie wird dann aus Kupfer hergestellt. Denn Kupfer lässt sich sehr fein bearbeiten. In einer gut leitenden Flüssigkeit wird mit Hilfe von Elektrolyse von einem Kupferblock langsam Material abgetragen. Aus dem entstandenen Positiv werden danach die Negative gegossen, mit denen die Apparaturen bestückt werden. Pro Arbeitsgang entstehen nur wenige Bänder. Sie sind heiß. Darum werden Handschuhe getragen, wenn sie aus ihrer Form gelöst werden. Ein Prozess dauert rund 4 Minuten. Ausgangsmaterial ist nicht natürlicher Gummi, der altert zu rasch, sondern aus Rohöl synthetisch hergestellter Gummi, der außer Haus, aber nach den Vorgaben von Bivy produziert wird. Er schmilzt bei 200 Grad. Dabei verändert er sich, er vulkanisiert. Die Bänder werden danach an den Einspritzstellen gesäubert. Für die Qualität des Materials garantiert der französische Kautschuk-Ingenieur Philippe Savy. Im Unterschied zu Plastik, das durch Hitze vom festen Zustand in einen flüssigen übergeht und umgekehrt, vernetzt sich Kautschuk unwiderruflich in der Vulkanisierung. Das ist eine chemische Reaktion, die nicht rückgängig zu machen ist und die dem Material die Stabilität verleiht. Das Material ist elastisch und bleibt es. Um gefährdete Stellen zusätzlich zu stabilisieren, etwa bei den Anstößen, fügt man Plastikteile ein. Sie werden gänzlich mit flüssigem Kautschuk umgossen und so eingebettet, dass sie später von außen nicht mehr sichtbar sind. Beim Kautschuk wird auf Hautverträglichkeit und Unschädlichkeit geachtet und lässt dies auch von unabhängigen Labors testen. Laufend werden neue Techniken und Mischungen entwickelt und immer mehr Uhrenmarken des Hochpreissegments möchten der Kundschaft ihr individuelles Kautschukband anbieten, zusätzlich zu ihren traditionellen Uhrenbändern aus Leder oder Metall. Rund 200 Personen arbeiten bei Bivy. Neben Kautschukbändern stellt das Unternehmen Identitätskarten, Gussformen und Präzisionsdichtungen für Uhren und Autos her und setzt elektronische Komponenten zusammen. Ein Kautschukband lässt sich beliebig ergänzen. Etwa mit Metallteilen untergliedern, mit Brillantenanreichern oder mit persönlichen Logos bedrucken. Die Preise variieren entsprechend dem Aufwand für die Fertigung und dem Material zwischen einigen Franken und einigen hundert Franken. In unzähligen Betrieben im Jura zwischen Basel und Genf wird mit viel Wissen und Einsatz dafür gesorgt, dass die Markenuhr ihr gutes Image behält. Als reiches, sorgfältig komponiertes Wunderwerk der Technik.